Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. So, du das. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ein tapferer Krieger, das ist es, was du für mich bist. Wir werden sehen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Okay, ich bin dabei. Also gut, dann los. Wie steht's um deine Kampfkraft? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Na dann. Großartig. Er findet mich seltsam. Ich denke mal, umso besser er mit uns zurechtkommt, umso mehr Stärke hat oder so vielleicht. Dann habe ich es mal gründlich versemmelt. Jawohl. Wir haben diesen armen Tropf da gerettet. Ich glaube, ich werde es noch bereuen, aber ich wollte kein unnötiges Blut vergießen, also ja. Okay, was machen wir jetzt? Hör auf zu schleichen, ich kann dich sehen. Ich tue das ja gar nicht. Herrst. Heute. So, Neuland, genau. Außenposten umsehe, da er schon länger nichts mehr von ihnen gehört hat. Das heißt, Wüste wäre auch so eine Geschichte. Könnten wir theoretisch ja mal uns anschauen, oder? Wo müssten wir denn da bitte schön hin? Ach du, ja, Wüste. Aha, okay. Ja, das ist ja um die Ecke, ne? Da könnte man hier recht gut hin. Hier die Hauptstraße entlang, Konverter. Schleichen, während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Ja, tut mir leid, ich bin gerade am Schauen. Wenn wir zum Konverter nochmal gehen und hier langlaufen, kommen wir am besten hin. Wie es ausschaut. Schleichen, während andere dich beobachten, ist. Ich glaube, das werden wir machen. Tschüssi. So. Das heißt, hier lang. Platsch, platsch. So. Na, gute Nacht. So. Da vorne dürfte, glaube ich, ein Beißerchen sein. Hier ist irgendwas verstorben, hat aber nichts hinterlassen. Komm näher, du Viech. Ein kleiner Beißer. Den nehmen wir doch gern mit. Zack, zack. Ja. Ui, ja. Zack, 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 zack. Und weg ist er. Das ging gut. Sehr, sehr gut. Was ist da vorne? Ist das Elixit? Ich glaube, warte, eine Pflanze, die nehmen wir mal mit. Also eine Heulpflanze. Das Elixit davon werden wir gleich abbauen. So, komm näher. Jawohl. Sehr gut, 20 Elixit bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Was haben wir denn da? Wieder so ein roter Container. Hat hier jemand wieder ein Lager gebaut? Vielleicht? Aha, mal ein Kreuz aufgestellt. Aha, Klopapier. Großer Elixitbeutel. Ich habe immer das Gefühl, da ist jemand. Das hört sich immer so komisch an. So, bin ich eigentlich richtig auf der Straße hier? Ich meine schon. Ruck. Aha, davon haben wir einen Krüter. Ich soll vielleicht nochmal kurz auf die Karten schauen. Jo, ich glaube, das haut schon hin. Ich glaube, tun, das haut hin. So. Da, ah ja, da dürfen wir nicht hin. Genau, da ist ja alles radioaktiv. Verseucht. Aber da können wir Sachen lernen, ne? Nicht schlecht. Ja. Schrott auf Rädern und Krit auf Rädern. Ja, die Stärke bringt sogar was, oder? Hätte ich gleich trainieren sollen, nicht posten. Macht nichts. Was wir haben, haben wir. So. Schmatzi, schmatz, schmatz. Da schaut aus, als wenn kein Viech wäre. Und dann gehen wir weiter. Wir metzeln alles nieder, was wir niedermetzeln können.
Wie gesagt, wir brauchen die Erfahrungspunkte. Bin aber gerade am Überlegen, ob wir uns nochmal diesen giftigen Bereich da hinten anschauen sollten. Ob wir da eventuell zufälligerweise auf etwas Wertvolles stoßen würden. Wenn es eine Truhe wäre, könnten wir es knacken. Probieren. Sollen wir es versuchen? Versuchen wir es, oder? Seien wir mutig. Also warte. Ich werde noch ganz fix speichern. So, dann passiert uns hoffentlich nichts. Also, das ist der 5. Spielstand schon für heute. Boah, die Zeit vergeht. Krasses Pferd. So. Dann guck schon mal. Die Pflanzen würde ich nicht mehr. Die Pflanzen würde ich gern mitnehmen. Es ist schon heftig, was wir da an Leben verlieren. So, ich heb einfach mal auf und verlass mal. Moment, die Blume noch. Mal fix die Gegend. Wow, jetzt wird's knapp. Also wir haben da ein bisschen was gefunden. Ich muss mal essen. Beziehungsweise ein Schlafsack wäre cool. Das ist jetzt nur eine Matratze. Naja, das ist nur eine Matratze. Kein Schlafsack. Ah, der wäre da hinten, ne? Warte kurz. Bei dem Lager, wo wir Corinne getroffen haben. Tap, 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 tap. Da lege ich mich kurz hin. Das müsste... Oh, warte, noch ein Stück. Mann, da vorne. Boah, ist ganz schön weit. Entschuldigung. Aber da lege ich mich kurz hin. So, bis zum nächsten Morgen gleich pennen, weil es wird eh schon wieder dunkel. So, die Fliegen taugen sich auch bei mir hier. Ja, ich rieche schon ein bisschen streng. Das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. So, laufen wir wieder rauf. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut gemacht. Vielleicht hätte ich mich das schon öfter trauen sollen. Jetzt wäre es halt doof, wenn es da noch was geben würde. Ich laufe raus. Kann ich sprinten? Okay, das dürfte es gewesen sein, gell? Mehr ist da nicht. Na. Oh, ruck. Passt. Das lassen wir gelten, das bisschen angeschlagen sein. So, was haben wir da? Kleiner Heiltrank. Ein guter Teller und ein gutes Messer. Sauber. Ein Klo mitten auf der Straße. Kann man immer brauchen. So. Man darf sich halt nicht schämen. Dann geht das schon. Da ist irgendwie gar nichts. Ich tue gern so ein bisschen in der Gegend rumschauen. Weil man hat schon gemerkt, hier ist des Öfteren was versteckt. Und das bietet sich recht gut an, wenn wir das mitnehmen. Aber dabei ist hier nur eine tote Hose. Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Naja, wir haben das damals eigentlich nicht gebraucht. Wir haben viele Jahre in Frieden gelebt. So schön langsam machen wir uns zwar ein bisschen Sorgen, dass da eventuell der eine oder andere Krieg auch in unsere Länder überschwappt. Wir hoffen das Beste, dass es nicht so ist. Aber das wird die Zeit zeigen. Ich habe hier eine Vermutung, dass da was liegen tut, aber da ist in Wirklichkeit nichts versteckt. Also hier ein paar Heilpflänzchen. Dann sind wir hier scheinbar auch schon fertig. Was ist da oben? Aha. Okay, da hat mal jemand gewohnt, scheinbar. Beobachtungsnotizen. Ich glaube, da ist wieder was zum Lesen für uns. Was haben wir denn da? War das hier drin? Warte. Hier drin. Da. Beobachtungsnotizen. Da. Ein Schriftstück ist 10 Elixitwert Aufzeichnungen eines Berserkerpostens vor den abgeschalteten Konverter. Alex, warte hier in Stellung. Am Konverter habe ich Eis gesehen. Schon merkwürdig für diese Jahreszeit. Der Konverter wurde vollständig abgeschaltet. Mein Posten soll aber bemannt bleiben. Mir ist aufgefallen, dass das Eis seit Tagen weniger geworden ist. Der Konverter ist jetzt schon eine ganze Weile abgeschaltet und das Eis ist verschwunden. Ist es vielleicht durch das Elix gekommen?
Die Alps haben schon viel von dem Zeug dort gewonnen. Könnte es eine so große Menge gewesen sein, dass es deutlich kälter geworden ist? Oh, das könnte schon sein. Toll, lösen die gleich mal einen Klimawandel aus. Spitze! Gut, ich glaube, das ist dann da auch schon alles. Das ist wieder so ein Schlafsackerl. Aber sonst schaut es da noch nichts aus. Jo, passt. Können wir uns quasi schleichen. Weiter in die Richtung. Wir wollen ja in die Wüste. So. So, irgendwie in die Richtung. Ich muss jetzt wieder schauen, dass ich zurück auf die Hauptstraße quasi komme. So. Da haben wir noch was. So. Genau, das hier können wir auch untersuchen. Bisschen Wiesenkraut. Tut mir leid. So. Die Firma dankt. Haben wir hier irgendwas? Aha, da oben ist was. Ja, dann fliegen wir halt rauf, ne? So, geht auch. Also, kleiner Energiespeicher und ein Schwefelbrocken. Also, Sachen sind hier versteckt, ne? Ist hier falsch. Boah, da ist alles hin. Oh, mein Gott. Warte mal, bist du das, Jax? Man sagte uns, du seist exekutiert worden. Sehe ich tot aus? Nein, das sagt mir aber, dass man dir nicht trauen kann. Selbst nach deinem Tod nicht. Hey, ich bin eine ehrliche Haut, so wie immer. Was hast du noch über mich gehört? Kerax, hast du ja. Mhm. Sie haben es versucht, waren aber nicht sonderlich erfolgreich, wie du siehst. Was hast du noch über mich gehört? Ja? Was hast du noch über mich gehört? Vielleicht gehört? So. Du meinst, welche Lügen sie mir noch aufgetischt haben? Hast du jemals schon von einer gescheiterten Alp-Exekution gehört? Ich jedenfalls nicht. Was ist dein Plan? Dich undercover irgendwo einzuschleusen? Kein Plan. Sie haben wirklich versucht, mich zu exekutieren. Du würdest jetzt nicht mehr leben, wenn ich immer noch im Auftrag des Eispalastes hier wäre. Und du weißt das auch. So, oder? Kein Plan. Sie haben wirklich versucht, mich zu exekutieren. Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe. Tatsache ist, dass meine Kräfte verschwunden sind, seit ich von der Elex-Versorgung abgeschnitten bin. Sieh mich an. Glaubst du, der Eispalast würde mich ohne Elex hier draußen operieren lassen? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Gleiter wurde abgeschossen. Und Elexitor Kallax hat versucht, den Rest von mir zu erledigen. Ich fiel von einer Klippe und Kallax dachte, er hätte seinen Job erledigt. Aber ich lebe. Und jetzt will ich antworten. Tja, um ehrlich zu sein, deine Geschichte passt irgendwie ins Bild. Sieht ganz so aus, als würde im Eispalast momentan so einiges drunter und drüber gehen. Tatsächlich? Warum? Weißt du genaueres? Eigentlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und schon seit Wochen hier draußen. Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Was weißt du über Kallax, momentan Aufenthaltsort? Was macht sie da draußen? Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Aufklärung. Wir behalten die Verbindungswege und Pässe im Auge, die die Länder der freien Menschen verbinden. Im Gegensatz zu den Alps im Eispalast ist unser primäres Ziel, hier draußen zu überleben. Seit der Machtübernahme der Elixitoren am Hofe des Palastes hat sich einiges geändert. Du selbst bist nun Opfer der Elexitoren geworden, also wirst auch du jetzt umdenken müssen. Was weißt du über Kallax' momentanen Aufenthaltsort? Seine Truppe bewegte sich vor ein paar Tagen noch über den Pass nach Norden, ins Hochland Abessa. Der Eispalast sammelt seine Streitkräfte. Wenn du mich fragst, können wir uns bald auf einen Großangriff gefasst machen. Wir bekommen fast täglich neuen Zulauf an Soldaten oder auch Offizieren der höheren Laufbahn oben in unserem Hauptquartier, die zu uns überlaufen. Wenn du also auf Neuigkeiten von den Alps aus dem Eispalast aus bist, dann wärst du gut bei uns Separatisten aufgehoben. Hm.
Du bist ziemlich freundlich für einen Terroristen. Tja, ich weiß ja nicht, ob du die anderen im Hauptquartier ebenfalls von deiner Geschichte überzeugen kannst, aber für mich bist du jetzt auch ein Abtrünniger, Jax. Genau wie wir, ob dir das nun gefällt oder nicht. Außerdem könnten wir deine Expertise und Kampfkraft gut gebrauchen. Du solltest mal mit unserem Anführer Sestak sprechen. Unser Hauptquartier ist am Converter in Südabessa. Du wirst es schon finden, wenn du danach suchst. Wie auch immer, ich muss jetzt weiter. Ach ja, und pass auf die Outlaws auf, die hier in der Gegend herumstromern. Die stehlen dir dein Zeug und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt noch bevor du es merkst. Ja. Danke. Was glaubst du, was uns passiert ist, mein Lieber? Separatist. Zweimal, okay. Gut. Ah, da haben wir was. Spielzeugauto, Heiltrank, Mana, Anleitung und Klopapier. Anleitung La Cucaracha erhalten. Was? La Cucaracha? Ist das nicht ein Lied? Was? Kann man das auch irgendwie... La Cucaracha, ein Rezept, Wert 100 Elixit. Damit kann man einen Steam herstellen, der eine Zeit lang einen höheren Überlebenswert bewirkt. Voraussetzung ist Chemie. Zutaten Nordranke, reines Elix und Elektroschrott. Wie kann man Elektroschrott saufen? Ja. Saufen ist gut gesagt, die Spritzen. Ja. Auf jeden Fall, La Cucaracha kann. Also, unter dem Einfluss von Steam erhältst du einen Malus von 50% auf alle Erfahrung. Effektdauer bewirkt eine Zeit lang einen höheren Überlebenswert. Jo. Na toll. Großartig, da freuen wir uns. Na, Turas. Und eine Kiste. Für so, also dafür, dass man nicht so stark sein muss beim, halt, beim Schlösserknacken. So, da hat die doch ziemlich zu viele einfach. Dingens. So, Werkerrüstung. Die tragen wir zufällig, ne? Kleiner Heiltrank und Elixit. Wir nehmen natürlich alles mit. Die Werkerrüstung tragen wir. Ein Brennstoff haben wir da. Dann ein Schwefelbrocken. Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Und das war's auch schon mal. Das erste. Ja, längst vergangene Zeit. Das ist wohl wahr. Was haben wir hier? Achso, ist nur so ein Hütterl. Da ist sonst nichts. Haben wir da alles durchgeschaut? Ich meine ja. Da hinten ist ein Beißerchen. Wir tun wieder was essen. So, Herr Beißer. Ah, da schaust du mir, dass wir. Doch, es ist ein Beißer. Tja! 2, 3, 4, 5, 6 und quer, wenn's geht. Nein, noch nicht. Au! Arme Turas. So, zack, zack und quer. Ah, ist schon hin. Okay, nichts mehr mit quer. So, Kralle und rohes Fleisch haben wir bekommen. Da ist auch was, ein Krug. Das macht klug und eine Öllampe. Da hat sich wohl jemand ein Schlückchen gegönnt. So, Wälder sind wieder eigentlich sehr gefährlich. Das da vorne schaut komisch aus. Ich werde mal speichern. Da habt ihr recht, gute Idee. Dankeschön. Jetzt ist der Part auch schon wieder zu Ende. Die Zeit vergeht, das ist so schlimm. Es ist wirklich schlimm. So, was haben wir denn da? Aha. Bist du ein Skex? Ein Skex, da keks man so. Ich glaube, das ist ein Skex. Mit dem wird unser Duras aber fertig, normalerweise. Ja. Das schafft er. Glaube ich. Obwohl er Totenkopf hat. Der Wald kriegt einmal kein Damage. Vielleicht sollten wir... Oh, das hat schon mal gesessen. Drei,
4, 5, 6. Ja, Zauber sind nicht schlecht. Au, au, au. Aha. Gut, okay, den lassen wir stehen. Lass mal stehen, gehen wir weiter, schade um die Zeit, beziehungsweise der Part ist zu Ende. Ja, dann heute nicht. Na, dann lasse ich die Heilpflanze auch stehen. Ja, so ist mit dem Buckel runterrutschen. Also gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Jo, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir erkunden, spazieren und wandern in der Gegend rum im nächsten Part. Tschüssi!